Falls die Box von High Frontier neu ist, so müssen zuerst die Crewkarten per Schere von der allgemeinen Kartenauslage abgetrennt werden. Jeder Spieler erhält zuerst ein Spielertableau. An jeden Spieler wird nun entweder per Zufall oder durch Wahl der Spieler eine der 5 Crewkarten ausgeteilt. Die Crewkarte wird offen auf den Handkartenstapel vom Spielertableau abgelegt. Daraufhin nimmt sich jeder Spieler die 2 Raketen, 6 Scheiben und 6 Würfel seiner Fraktionsfarbe, welche durch die zuvor ausgeteilte Crewkarte bestimmt wird. Jeder Spieler erhält zudem ein Startguthaben von 4 weißen, durchsichtigen Scheiben, also 4 Wassertanks, die auf das orbitale Wassertankdepot vom Spielertableau gelegt werden. Zudem wird jedem Spieler eine blaue Scheibe ausgehändigt, welche die aktuell ermittelte Beschleunigung seiner Rakete anzeigt, indem diese auf die Beschleunigungsleiste des Spielertableaus gelegt wird. Diese Scheibe wird erst benötigt, sobald der Spieler eine Rakete konstruiert hat. Anschließend wird der Vorrat an Wassertanks, der Pool, für alle gut erreichbar aufgestellt. Als nächstes werden die Spielkarten bzw. Blaupausen nach ihren 6 Typen sortiert, die im unteren rechten Eck der Karte angegeben ist. Die sortierten Stapel werden dann jeweils gut gemischt. Die Reaktor-, Antriebs- und Robonautkartenstapel werden dann auf die 3 entsprechenden Felder der allgemeinen Kartenauslage gelegt. Nun wird die Sternenkarte ausgebreitet und die 3 Typen von Unterstützungskarten werden auf die entsprechenden Felder am linken Rand der Sternenkarte platziert. 4 blaue Scheiben werden nun auf die 4 mit Start gekennzeichneten Felder der Leiste für Ressourcenausbeutung platziert. Eine schwarze Scheibe wird auf das Startfeld des Sonnenfleckenzyklus gesetzt und eine blaue Scheibe wird ins Zentrum des Netzes der Weltraumregierung platziert. Anschließend wird der Startspieler ermittelt. Dies könnte beispielsweise derjenige sein, der zuletzt einen Weltraumfilm gesehen hat. Das Spiel kann nun beginnen.